Ja, genau sowas nicht wegen Gewitter, aber wir hatten ja letztes Jahr unser Euroleague-Spiel gegen Basel, wo dann aufgrund von Zuschauerausschreitungen in der ersten Halbzeit das Spiel unterbrochen wurde. Allerdings dann für eine halbe Stunde, das war deutlich unangenehmer. Heute diese 5 Minuten waren aus meiner Sicht das kein Problem. Das haben wir so gelöst wie quasi eine kurze Halbzeitpause. Also von daher fand ich, hat der Schiedsrichter ja sicherlich richtig entschieden, hat ja die Verantwortung für alle Leute und ja, aber es war kein Problem.